Feuerwehr wurde gegen 22.20 Uhr nach Berlin-Schöneberg zu einem Feuer alarmiert. An der Einsatzstelle selber befindet sich ein Saunaclub über einer Seniorenresidenz. In diesem Saunaclub, der sich im Erdgeschoss im Kellerbereich befindet, hat es gebrannt. Bei unserem Eintreffen hatten sich schon 25 Personen selbstständig in Sicherheit gebracht. Wir haben uns dann auf die Brandbekämpfung konzentriert und auf die Personensuche. Leider hat dieser Club sehr viele kleine Räumlichkeiten, die sehr schwer zu erreichen waren, weil es eine starke Verrauchung gerade in der Anfangsphase gab. Wir haben gerade zum Beginn 3 Personen leider nur noch leblos bergen können und haben eine weitere Person mit einer Rauchgasvergiftung rausgerettet und mit Rettungsdienstkollegen ins Krankenhaus gebracht. Wie gesagt, hier hat es in einem Sauna-Club gebrannt. Die ganzen Herren, die uns hier auf der Straße erwartet haben, schilderten uns, dass es wohl ein Club ist, der viele kleine Räume hat. Es soll sich wohl um die 60 Räumlichkeiten da unten gehen. Und diese mussten alle von uns kontrolliert werden, um wirklich sicherzugehen, dass in keinem dieser Räume noch weitere Personen drin sind.